Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Es heißt immer, man soll aufpassen, was man sich wünscht. Jetzt weiß ich warum. Ich habe irgendwie 1,5 Folgen lang nur Kacke gemacht und mich beschwert, dass nichts passiert. Und da bleibe ich bei. Und in der zweiten Hälfte der letzten Folge kamen 3 Bosskämpfe. Und ich weiß jetzt nicht, was genau das soll, wobei ich das eine nicht ernst als Bosskampf betiteln kann. Oh, inzwischen alle auf 26. Außer Schwalbinia, Schwalboss 28. Boss! Okay, die Häuser bringen mal gar nichts. Tschüss! Bitte was? Also, ja, okay, ihr lebt Pflanzen-Pokémon. Das ist nicht das Tropius aus der Gilde. Aber kommt hier jetzt echt der nächste Bosskampf? Ah ja, das ist der Boss hier. Warum benehmt ihr euch so ungewöhnlich? Auf geht's. Was war das? Da, wir haben keine Zeit, uns zu wundern. Ab geht's. Junge! Könnt ihr noch mehr verfickte Bosskämpfe rushen? Wow. Willst du mich jetzt verarschen? Leute, Bosskampf. Läuft alles perfekt. Wir haben es geschafft. War ja auch voll spannend. Wer seid ihr und warum habt ihr sie angegriffen? Sie sind friedliche Pokémon. Ja, sie waren friedliche Pokémon. Aber keine Sorge, wenn sie wieder aufwachen, werden sie wieder sie selber sein. Hoffe ich. Wir sind ein Rettungsteam. Wir wurden hier hergesendet von Stalos in Poketropolis. Ah, Stalos, ich sehe es. Also wurdet ihr von der Gilde gesendet. Dann muss es einen Grund geben. Also, ich verstehe. Also ist dieser Schatten, verursacht dieser Schatten die ganzen Probleme hier. Und bevor die Pokémon hier verrückt geworden sind, hat der Schatten diese Stadt übernommen. Wir haben den Ruf eines merkwürdigen Pokémon gehört. Denselben, den wir heute gehört haben. Ich verstehe es. Okay. Also sie werden wieder sie selber sein, wenn sie aufwachen. Ihr klingt so sicher. Stalos hat uns das erzählt. Ich verstehe. Wir gehen jetzt zurück zur Gilde. Danke für die Hilfe. Also, ich habe in dieser Mission jetzt, ich glaube, das waren keine 10 Spielminuten mit 3 Bosskämpfen, von denen 2 absolut nicht ernst zu nehmen waren. Guten Morgen. Ihr werdet heute beim Turnier mitmachen. Ein Turnier? Wird. Hä? Ach, auslassen. Darf ich auslassen? Was? Warum denn? Ich hab mich erinnert. Esmas mag keine Turniere. Genau. Ihr beide werdet die Beobachtung übernehmen. Okay, geht schon klar. Ich glaube aber, das Turnier wäre deutlich besser gewesen. Dann, ihr habt gut gearbeitet. Nehmt das als Ferien. Wir sehen uns. Wow, ich hab nicht mal notiert, dass heute der Turniertag ist. Das ist toll. Yay. Okay, los geht's. Wow. Ach so, Alter. Gebt mir nicht so einen Herzinfarkt. Das sah für einen Moment aus wie der erste Dungeon. Hier. Kann ich nächstes Mal, wenn ich Bären sammeln muss, nicht in den Dungeon, dann wäre ich hier relativ schnell durch. Das ist toll. Yay. Okay, kommt, Leute. Oh, hi. 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 Oh, hi. Ja, auch, Leute.
Ihr seid ja auch aufgeregt. Sicher, glaube ich. Ja, wir auch. Arena-Insel, willkommen. Warte. Oh, hier kann man nicht lang. Ah, komm. Feuerriegel, das Wasser ist toll. Aber, es ist Wasser, es ist gruselig. Gruselig? Nee. Guck mich an, bin ich hier? Hab ich Angst? Nein. Siehst du? Sogar du weißt, dass ich keine Angst hab. Ja, vielleicht, weil du ein Wassertyp bist und ich ein Feuertyp? Oh, da war was. Dann hüpf auf meinen Rücken. Was? Nein? Irgendwelche Ideen? Das wird dauern. Du gehst vor, ich komm später nach. Was? Aber. Haut das hin? Ja, das wird schon. Kommst du da echt alleine zur Arena? Ich werde schon Weg finden, dahin zu kommen. Aber jetzt vertrau mir mal. Okay, wenn du drauf bestehst. Ich geh vor. Komm dann, okay. Okay. Hi, Feuerriegel. Oh, hi, Günther. Hi, alle. Was ist denn los hier? Gehst du nicht mit? Hm? Kann ich mitkommen bei euch? Okay, warum nicht? Danke. Sorry, wenn ich Probleme mache. Nee, kein Problem. Verstehe ich jetzt auch die Logik nicht. Mystic Water habe ich schon. Ins Team ist es jetzt natürlich auch nicht gejoint, weil mein Team fucking voll ist. Da ist jetzt halt echt die Logikfrage. Hat das Feuerriegel keinen Bock auf das Shiggy? Und warum sind die Pokémon ja auf freaking Level 7? Sind mal null underlevelt und so. Oh, what? Erstmal eine halbe Stunde überlegen, was genau das jetzt ist. Ich glaube, da wäre jetzt die Frage, wofür benutze ich das Ding? Ich schwanke gerade. Psychokinese, Donnerblitz oder Gigasauger? Ich würde schon eine davon nehmen. Ich tendiere aber, du bist hier schon am stärksten, deswegen Psychokinese. Hat jetzt die maximalen AP. Danke. Kein Problem, lass uns zur Arena. Nächster nutzloser Dungeon. Oh, TM32. Wetten die... Ja, wetten, das ist jetzt... Nee, Doppelteam. Ich wollte gerade sagen, wetten die ist jetzt krass und ich... Hätte das AP Max darauf verwenden wollen. Hi. Ich bin aufgeregt. Ich frage mich, wer der Champion sein wird. Yeah, Rettungsarena. Die sind alle sehr hype. Citrusbeeren. Ah, da ist Shiggy. Also, bist schon wieder hier. Ich dachte, die wären noch bei uns. Das ist toll, wir müssen unser Bestes geben. Ah, die Keks. Ja, lassen sie unser Bestes geben. Wir gewinnen! Wie wollt ihr gewinnen? Ihr seid zu dritt. Wir sind ein 6-Team-Pokémon. Haben einen fucking, Schwalboss. Ihr habt nur Pflanzen-Pokémon. Du bist sogar Pflanzekampf. Nein. Außerdem haben wir ein Feuer-Pokémon. Ah, willkommen zur Rettungsarena. Hier bekämpft euch gegenseitig. Die Kämpfe werden beginnen bald. Seid ihr soweit? Einen Moment. Ich will das Ganze... Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach auf YOLO... nicht YOLO eben. Einfach auf... Hauen wir sie zusammen. Gut, es geht bald los. Die Arena sieht ja klasse aus.
Ladies and Gentlemen, Pokémon-Typen, willkommen zur Rettungsbattle-Arena. Heute werden wir sehen, wie sich Retterteams auf die Schnauze hauen. Wir beginnen mit Go-Getters von Heva aus Heva West gegen Dark Moon aus Heva Ost. Teams ready? Wer sind die Ersten? Dark Moon sagt mir jetzt nichts. Habe ich auch noch nie getroffen. Mein Level ist ein bisschen drüber. Natürlich klasse, dass ich hier instant zwei Unlicht und ein Eis-Pokémon face. Ne? Das ist dezenter Abfuck. Mit dir mache ich jetzt einfach den Scheiß drauf. Oh! Nachtara. Das Tolle ist, jetzt habe ich dich, obwohl Kampfattacke. Wetten, die haben jetzt beide gleich noch ein HP gefühlt. Es war so klar. Du machst mal Glut auf den Typen und du hast den Typen hoffentlich raus. Alter, das Nachtara hat immer noch ein KP. Jetzt aber nicht mehr. Dark Moon. Wow, das war ja klasse. 4800, oh, ich werd heute reich. Erster Sieg. Euer Rang hat sich erhöht. Kommt morgen wieder. Was? Ach so. Ich kann ja aber direkt sozusagen wieder an. Ich habe hier sozusagen ein Lager. Oh, erste bekannte Gegner. Willkommen zur Arena. Heute kämpfen wieder hier. Kämpfen. Gegen Aquafire aus Johto. Okay, wir werden sterben. Okay, auf geht's. Los! Das wird kein Problem. Oh, 25. Aber das wird kein Problem. Da bleibe ich bei. Du könntest vielleicht was Eismäßiges können. Nein, das solltest du nicht. Egal, gewinn tue ich trotzdem. Ach, rauchen tust du auch noch. Ja, guter Kampf. Wow, war das spannend. Go-Getters haben gewonnen. Nächster Rang. Also ich darf jetzt einfach die Kämpfe durchfahren. So, was ist bei euch jetzt so? Das ist echt toll. Einfach kein Wort dazu, dass ihr gestern komplett püriert wurdet. Im Viereck. Nächste Runde. Aha, wieder ein unbekanntes Team offensichtlich. Ansonsten würden die hier schon stehen. Nächster Kampf. Heute kämpfen wieder Rettungsteams. Und jetzt Go-Getters gegen Stealth aus Kanto. Los, Stahltypen offensichtlich. Oh, Stealth ist... Stimmt, Stealth ist nicht Steel. Da war was. Also du hast in dem Kampf nicht so gute Chancen, dich wechsle ich aus. Du hast in dem Kampf beinahe zu gute Chancen. Digga, dieses fucking Schwalboss ist einfach... Oh, Fisch! Dieses freaking Schwalboss ist einfach der Bumser 9000. Yo! One-Hit, das Scherox halt! Also ist Vierfachschwäche, klar. Trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, dass eine Glut dafür reicht. Alter. Alter! Das ist doch unnötig. Danke. Wow, wieder spannender Kampf. Go-Getters haben einen neuen Rang. Ich muss sagen, diese Arena-Kämpfe, Mann, sind die spannend. Ich gehe jetzt mal auf ein bisschen mehr Risiko und stelle Endivie
und Dratini an die Front. Schwalbos muss mal ein bisschen entspannen. Der Typ ist zu krank drauf. Nächstes bekanntes Team heute? Nein. Ja, kämpfen Go-Getters gegen Thunder X aus Gento. Okay. Ja, warum nicht? Alter, das macht ja nix. Ich glaube, ich sollte in der nächsten Runde keinen Surfer. Also du hast noch keinen Schaden genommen, du brauchst keine Leben. Und du machst einfach mal Dragon Rage auf Raikou. Also, zwei Elektro-Pokémon. Ach komm! Gut. Mann, ich will eigentlich gar nicht Rasierblatt benutzen, aber YOLO. Die haben einfach beide fucking ruckzuck. Alter! MDV hat übel kassiert. Das war gar nicht so einfach. Aber gewonnen. Nächster Kampf morgen. Hi. Ich bleib mal bei der Aufstellung. Ich hoffe halt, dass ich gegen die beiden Kanimani jetzt kämpfe. Ich meine, da wäre Dratini zwar nicht so gut. Ich muss raus. Ich werde Lottofee. Ja, nächster Kampf. Go-Getters gegen die Günthers. Yay. Go-Getters, das wird spannend. Wir werden zusammengeschlagen. Okay. Kampf. Zweimal Level 25. Ich hab hier keinen Bock, irgendwie innerhalb von 3-4 Runden euch runter zu chippen mit Rasierblatt, sondern ich mache einfach einen von euch direkt kaputt. Das hat sich ja absolut gelohnt. Warum glaube ich nicht, dass ihr da eine Chance habt? Spannender Kampf mal wieder, 5000. Mal wieder neuer Rang. Was ist das? Ich hau hier einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Fuckviecher kaputt. Jetzt werden wieder ein, zwei unbekannte Teams kommen, relativ sicher. Ich tu mal. Auch wenn jetzt vermutlich kein Wasserteam mehr gehen wird. Jetzt wär's richtig kacke. Wenn Team Greenleaf kommt. Der letzte Turniertag. Championship Match. Meine Startaufstellung ist halt fucking schlecht. Hier mache ich mal den da. Ich wechsle ich gleich aus. Dich hier auch noch. Du haust mal auf. Ich glaube, der hier tankt weniger. Alter, die kämpfen auf Hurensohn. Nein, ich wollte keinen. Wenn, dann auf den da Toxin. Obwohl, eigentlich auch egal, weil ich ihn jetzt hoffentlich... Ja, gut. Tropius kommt auch vorbei. Du wirst auch hoffentlich noch vergiftet. Du kriegst den mit. Nee, kriegst du nicht. Jetzt habe ich aber eh gewonnen. Schwalbos, mach sie weg. Ich will ja nichts sagen, aber ich denke nicht, dass ihr das gewinnt. Level 27. Das macht keinen Damage. Endivir tankt aber schon heftig. Das ist eigentlich genau das, was ich gehofft habe. Ja, das hat überhaupt nichts gemacht. Was machst du jetzt noch? Hier, komm, Synthese habe ich noch nie benutzt. Kommst zwar eh nicht mehr dran, aber den Kampf habe ich gewonnen. Das war krass. Den Kampf gewonnen.
Der hat doch gerade gesagt, das war der Finalkampf. Ja. Das ist fantastisch. Wir haben den Aufstieg des neuen Champions miterlebt. Glückwunsch, Team GoGetters. Das diesjährige Turnier ist um. Und warum hast du vor 2 Sekunden dann noch gesagt, dass morgen der nächste Kampf stattfindet? Nach den Kämpfen der letzten Tage. Das macht uns sicher stolz auf unsere Rettungsteams. Danke, Leute. Hä, und jetzt? Bringt Abra uns wieder zurück nach Hause, oder? Also in die Gilde halt. Die anderen sind schon weg. Alle kein Bock. Glückwunsch. Ihr kommt wieder zur Gilde. Alle anderen sind schon vorgegangen. Ich glaube, euer Kampf gestern hat euch echt müde gemacht und deswegen habt ihr verschlafen. Naja, gut, dass ich euch kenne. Habt einen safen Trip. Habt einen safen Trip, Alter. Und ich muss jetzt wirklich zurückrennen. Und das auch noch über diesen... Willst du mich verarschen? Das hier... Das ist einfach wieder mal genau der Rückweg. Also ich muss sagen, diese Arena war jetzt... Das Meer hat die Gefahr der Finsternis gespürt. Ihr müsst unter meiner Präsenz stehen, um sie zu vermeiden. Bitte was? Wo sind wir? Das ist so schnell passiert. Ich habe nicht mal bemerkt, dass wir hingekommen sind. Was auch immer es war, es hat über einen Schatten geredet. Wie kann ein Schatten so berühmt sein? Warum bin ich das nicht? Digga, der hätte mehr Follower als ich. Es regnet. Ja, wir sollten an Land gehen. Okay. Steve hat auch mal wieder geredet. Das erste Mal seit 5,5 Jahren. Fuck! Ich sollte ganz schnell los. Das ist schlecht. Okay. Sackgasse. Sind wir hier gefangen? Ich flieg rum und ich gucke, ob ich Land finde. Gut nachgedacht. Okay, wir zählen auf dich. Einen Moment, ich speichere lieber mal. Hier kommt eh gleich was. Außerdem rennt hier Level 30 Mon rum. Und. Gut. Was? Irgendwie übersetzt euch, wie ihr es wollt. Und wie war's? Nicht gut, Leute. Der Wind ist sehr stark und der Regen macht Fliegen ein bisschen schwierig. Außerdem bin ich kein Pokémon. Außer, also Ergebnis, ich habe kein Land gefunden. Nicht mehr. Was war das? Was war was, Günther? Ich dachte, ich habe was gehört. Muss der Wind gewesen sein. Ja, hoffen wir es. Oh, hi. Guten Tag, ich bin Aquadin. Ich bin der Wächter des Wasserelements. Aquadin? Also hast du uns hierher gebracht? Ja, irgendwie schon. Ich habe die Gefahr gespürt und das ist, warum ich euch hierher gebracht, damit ihr sicher seid. Und wenn du sicher sagst, meinst du sicher für Wasser-Pokémon? Ihr hinterfragt mich. Wir heißen deine Hilfe schon gut, aber wir müssen uns beeilen und zurück zur Gilde. Ihr wagt es mir zu widersprechen. Okay, ich hau euch zusammen. Ocean irgendwann. Oh, fuck you. Ist das dein Ernst, Alter? Was ist los mit den ganzen Legis und Wächtern in diesem Game? Haben die alle nur Kacke im Hirn? Und jetzt darf ich 3-mal... gegen dieses hässliche Fuckviech kämpfen. Oh, aber meine Aufstellung ist relativ zufriedenstellend. Oh Gott, ich hätte das andere auch mit Andivia angreifen sollen. Das Ding muss raus. Die müssen alle weg!
Die müssen auf jeden Fall beide weg. Alter, diese Kackverwirrung. Du musst treffen. Danke. Kannst du mal aufhören, dich selber zu schlagen? Bist du dumm oder so? Ist es. Junge! Danke. Ich habe hier auch Quick Attack. Das hat sicher nicht gereicht. Und Endivir tankt einfach alles. Gewonnen. Level 28. Unmöglich. 5000. Alter, ich muss so reich sein. Das kann nicht stimmen. Ich glaube, dass es ist Zeit, dass du uns zurückgehen lässt. Wir müssen zurück. Wir versuchen eine Lösung zu finden, wie wir den Schatten aufhalten können. Das ist Schwachsinn. Was meinst du? Denkt ihr wirklich, ihr könnt diesen Schatten aufhalten? Ja, wir wissen nicht, bevor wir es versucht haben, ne? Ich hoffe, ich mache das nicht schlimmer. Ja, Günther hat recht. Günther? Hä? Ich verstehe. Dann verstehe ich. Das was? Dann haltet diesen Schatten auf. Für das Schicksal unserer Region. Ja, mach mal. Dann werde ich euch zurückbringen. Okay. Die weiß. Und die oder der, keine Ahnung. Ja genau, jetzt sind die Dinger hier auf einmal auch auf 34. Nee. Willst du mich verarschen? 1 auf 34. Ich brauche echt eine Pause. Wir sollten zuerst zurück zur Gilde, dann können wir eine Pause machen. Mann, toll. Okay. Das ist die Gegend, wo ich schon mal war. Ich kann ja nicht einfach die Zeit ablaufen lassen. Hey, ich kann doch gar nichts tun. Ich laufe jetzt einfach straight in eine Richtung. Hä? Hätte man sich irgendwie denken können? Pikachu hatte gerade noch Leben, oder? Nee, warte, nee, ich dachte, das wäre jetzt storytechnisch, aber ist Pikachu gerade im Bosskampf draufgegangen? Schon, oder? Ich denke zwar nicht, dass das was bewirkt, aber... Hey. Wer hätte denn das gedacht? Ja, und jetzt? Endlich hat sich was getan. Wo bin ich? Ich kann meinen Körper nicht fühlen. Das ist merkwürdig. Was war das? Es ist der Schatten. Er wird stärker. Ihr müsst euch vor seiner Präsenz in Acht nehmen. Was? Okay. Das war weird. Dann würde ich sagen, endet diese Folge hier und in der nächsten geht's weiter. Bis dann. Ciao.